Heute bereiten wir mit euch ein Gericht aus der italienischen Küche, nämlich offene Ricotta-Zucchini-Küchlein. Dafür brauchen wir Zucchini, ein Ei, Zitrone, Ricotta, Butter, gerieben Gouda, Mehl, Knoblauch, Wasser, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Basilikum. Geschälte Zucchini grob reiben. Salz dazugeben. Vermischen. Und zur Seite stellen. Jetzt kümmern wir uns um den Teig. Mehl mit Käse und Salz vermischen. Butter und Wasser dazufügen. Und wieder vermischen. Dann mit einer Hand zu einem Teig verarbeiten. Der Teig muss glatt werden. Den Teig in zwei Teile teilen. In Klarsichtfolie einwickeln und in den Kühlschrank für 30 Minuten stellen. Bereiten wir die Füllung vor. Knoblauch fein hacken. Den Knoblauch 1 bis 2 Minuten in einer Pfanne mit Öl anbraten. Zucchini ausdrücken und in die Pfanne geben. 2 Minuten braten lassen. Und von der Kochstelle nehmen. Mit Pfeffer und Zitronensaft würzen. Zucchini ein bisschen abkühlen lassen. Basilikum grob hacken. Gouda mit Ricotta vermischen und ein Ei hinzufügen. Käsemasse etwas salzen und mit Basilikum vermischen. Zucchini untermischen. Den Teig aus dem Kühlschrank rausholen. Jedes Teigstück in 3 Teile teilen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 15 cm Durchmesser runde Teigstücke ausrollen. Die Fladen auf einem Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Etwas Füllung in die Mitte legen. Dabei ungefähr 2 cm Rand freilassen. Die freien Teigränder über die Füllung falten. Die Küchlein mit dem restlichen Käse bestreuen. Und für 25 bis 30 Minuten in den Backofen stellen. Es ist die Zeit gekommen, unsere Küchlein rauszuholen. Das Aroma ist unglaublich. Ich wünsche euch guten Appetit.